Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinselschere & Co. aus Hamburg. Willkommen zurück zu den 12 Tagen Ostern. Wir gehen mit der heutigen Serie in die zweite Hälfte, mit der heutigen Folge in die zweite Hälfte. Und ich habe eine frühlingsfrische Karte für euch mitgebracht. Habe ich mal wieder so ein bisschen im Hauptkatalog gestöbert, was wir lange nicht mehr angefasst haben. Den Schmetterling habe ich in der letzten Woche schon beim Scrapbooking am Freitag verbastelt. Und jetzt habe ich mir auch noch das passende Stempelset dazu genommen, nämlich die Frühlingsfreuden. Passt doch zum Frühling. Ihr könnt die Karte natürlich nicht nur zu Ostern basteln, auch für einen frühlingsfrischen Geburtstag abwandeln oder für Konfirmation, Kommunion. Hochzeit würde sich vielleicht auch ganz gut machen, Muttertag. Es gibt so viele Feste, für die man die abwandeln kann und sie ist wirklich nicht schwer gemacht. Schmetterlinge gehen ja auch immer. Wir fangen mal an. Meine Grundkarte, wenn ich sie finde. Hier liegt sie, unterm Stempelset. Das ist flüsterweißer Farbkarton, 28 cm mal 10,5, geschnitten bei 14 cm. Ihr könnt die auch im normalen Maß mit den 14,5 und 29 cm dann zurechtgeschnitten. Das ist überhaupt kein Thema. Diesen Streifen Designerpapier, das ist das Designerpapier in den Pastellfarben. Und da habe ich mir jetzt Safrangelb rausgenommen. Den schneide ich mir auf 1 Inch zu. Und in der Höhe dann natürlich wie die Karte. Hier habe ich schon mal gemattert da dran. So, das müsste jetzt, zack, kurzer Prozess. Einen habe ich abgeschnitten von 6, minus 1 sind bei 4 Inch. Das kleben wir uns da schon einmal auf. Da könnt ihr auch jedes Designerpapier nehmen, was ihr möchtet. Je nachdem, wie ihr euch da in den Farben gestaltet. Ich wollte es in den Pastellfarben natürlich haben. Und das Papier muss ja auch mal weggearbeitet werden. Ne? Wir haben das dann zu Hause und wissen gar nicht so recht, was wir damit machen sollen. Heute habe ich eine Idee für euch. So, einmal aufkleben. Den Überstand hier unten können wir ganz einfach abschneiden. Und damit ist die Karte schon fertig. Nein. Passend zu dem Stempelset gibt es auch die Stanzform Frühlingsimpression. Da ist ja dieses große Blütenmotiv mit dabei, was man, wenn man es ausgestanzt hat, natürlich auch einzeln ausschneiden kann und kleinere Elemente dann hat. Und dann ist noch dieser große Schmetterling dabei und den stanze ich mir jetzt einmal aus Farbkarton in Flüsterweiß. Und da nehme ich einfach den dünneren, also den normalen Farbkarton. Da könnt ihr auch den dicken nehmen, aber ich arbeite mit dem dünnen eh gleich weiter zum Stempeln. Den stanze ich mir einmal aus. Und am einfachsten ist es, wenn ihr ihn wirklich so längs durch die Maschine jagt. So ist es immer ein bisschen schwierig. Da muss dann die Maschine so viel arbeiten. Was auch immer jetzt hier gerade anschmuddelt. Den stanze ich mir einmal aus. Und mit dem Farbkarton arbeite ich gleich noch weiter. Das muss ich mir einmal ausbürsten. Zwei, drei sind hier ein bisschen zickig, die wollen nicht gleich auf Anhieb raus. Aber das kriegt sich, das löst sich gut raus. So. Das kommt dann hier gleich so in den Hintergrund. Und ich stanze auch gleich nochmal durch. Und zwar die aus den Stickmusterrahmen nehme ich mir einfach so einen Kreis. Ich glaube, das ist der zweitgrößte. Den stanze ich mir aus. Und weil das eine Osterserie ist, bekommt es auch einen österlichen Spruch. Wie gesagt, wenn ihr das als Geburtstagskarte bastelt, könnt ihr einen Geburtstagsgruß reinstempeln. Ich nehme jetzt, ups, löst dich raus, aus dem Ostersegen diesen Spruch, jeder Frühling schenkt uns neue Freude und Hoffnung. Den habe ich mir schon auf den Block gezogen und stempel mir das jetzt in Anthrazitgrau. Finde ich, passt zu der Farbkombination am besten. Ihr könnt auch das Espresso natürlich gut dafür nehmen.
Da haben wir die Elemente schon mal, kann man schon fast so lassen. Aber natürlich soll auch noch ein bisschen Frühling mit auf die Karte. Und da nehme ich mir das Stempelset Frühlingsfreuden und nehme mir auch ein paar Stempel dazu raus. Ich habe mir die große Blüte genommen, dann nochmal so eine kleinere Blüte. Blattwerk. Das muss ich mir erstmal alles wieder hier zurechtsuchen. Und dann stempeln wir mal fleißig drauf los. Die große Blüte. Dafür habe ich mir Flamingo-Rot und Wassermelone genommen. Ich nehme hier nochmal ein Schmierpapier mit dazu. Und dann fangen wir einfach mal an. Ich stempel die Motive, also ich zirkel da nicht großartig rum, was passt da am besten aufeinander. Ich fange mit dem inneren Motiv an, das sind ja so Tree-Step-Stempelsets oder Stempel mit dem inneren Kreis. Dann nehme ich mir den nächsthöheren, das ist jetzt Wassermelone, jetzt arbeite ich weiter mit Flamingo-Rot. Und ich sage eben noch, ne, ich zirkel da nicht so viel, ich werde mir das gleich noch... Ne, eine brauche ich nur. Und dann habe ich noch den größten. Da nehme ich Flamingo-Rot, stempel das einmal ab und setze das so einmal darüber. Und dann habe ich die Blüte in mehreren Farbschattierungen. Und das gleiche mache ich jetzt auch noch mit der kleineren Blüte. Die stempel ich nur in einer Farbe, nämlich mit Rauchblau. Und da fange ich jetzt mit dem hinteren an, also mit dem fülligen Stempel, mit dem Füllstempel, den ich eigentlich einmal abstempeln wollte. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Und dann setze ich mir einfach diese zweite Lage da oben drüber. Dann habe ich hier noch Farngrün. Da nehme ich mir das Blatt raus. Abstempeln, aufstempeln. Ich weiß gar nicht, wie viele Blätter brauche ich, 4 oder 5. Das Abstempeln immer nicht vergessen. Da gibt es auch noch wie so ein Füllstempel mit dazu. Der kommt gleich mit dem ersten Farbauftrag darüber. Da kann man wirklich schön drauf losstempeln. Dann nehme ich mir noch Lindgrün und habe hier noch so ein bisschen Gras. So, schon mal ein bisschen auf Vorrat. Und die Motive schneide ich mir jetzt aus. Dann hat man da keine klare Kontur, aber man kann so auch locker drumherum schneiden. Und sich so kleine Blüten schaffen. Eigentlich ist das Stempelset gedacht, um insbesondere auch um Hintergründe zu stempeln, aber natürlich kann man die Motive auch ausschneiden und in 3D dann auf die Karte mit aufsetzen, so wie wir es heute machen. Bis aufs Gras habe ich jetzt alles ausgeschnitten. Und dann können wir schon zusammensetzen. Ich lege mir mal diese Karte mit als Muster hier oben in die Ecke. Und nehme mir die ganzen Motive und dann setzen wir es einfach zusammen. Ich fange an im Hintergrund mit dem Schmetterling, den klebe ich mir wirklich hier nur so am Körper auf, ein bisschen schräg. Es ist auch nicht schlimm, wenn er hier so ein bisschen über die Karte rüberragt. Im Gegenteil, das macht es immer noch ein bisschen interessanter. So wahnsinnig viel habe ich hier gerade auf meiner... Mein Dimension ist auch nicht mehr drauf. So. Und dann können wir unsere Blumen dazu arrangieren. Ich knischel mir die ja gerne, das wisst ihr. Und schaffe mir jetzt hier auch so eine Lagenoptik, indem ich nämlich oben drunter, oben drüber, unten drunter, oben drüber, so rum, die Blümchen hier aufklebe, anbringe. Hier ist mir mal wieder ein Dimensional im Weg.
Aber da wühle ich mich jetzt mal durch. Also diese große Blüte schiebe ich unter, dann ist sie nicht ganz so mächtig. Hat aber trotzdem schönen Farbklecks. Die kleinere klebe ich mit einem Dimensional auf. Die kleine schiebe ich mir dann hier so ein bisschen mit drunter. Dass sie da noch mit rausguckt. Und dann kann ich mir die Blätter mit dazu arrangieren. Grün darf im Frühling nicht fehlen. Und Blumen bestehen ja auch nicht nur aus Blüten. So, den setzen wir hier oben noch mit auf. Die Blüte kam hier mit her. Da habe ich mal wieder gemattert. So, und dann kann ich mir hier noch ein bisschen von dem Gras ausschneiden. Und mit Glue Dots hier so fluffig mit dahinter setzen, dann hat man auch noch mal ein bisschen ein anderes Grün mit dabei und eine andere Form. Das lockert es wieder auf, die Glue Dots verschwinden unter der Blüte, wenn sie dann mitkommen wollen, der nicht. So, und dann habe ich noch so klein, ich weiß gar nicht, wofür der ist, aber das ist wahrscheinlich auch ein Blütenstempel, aber ich fand, der sieht so ein bisschen aus wie ein Krokus. Vorsichtig, nicht zu doll aufstempeln, dass auf den, oder die nicht zu doll Farbe aufnehmen, nicht, dass auf dem Stempelblock Farbe ist. Das würde sich sonst hiermit abstempeln und vorsichtig dazwischen. Noch ein kleiner Farbklecks. Und damit sind wir schon fast fertig. Ich verzichte aufs Schleifchen, nehme dafür als Bling Bling aber ein paar Perlchen. Und da nehme ich dann auch ein paar mehr von den kleinen. Einfach so hier drei dazwischen. Und auf diese Seite setze ich mir auch noch drei. Ich habe hier ein bisschen geschmutzt. Ich bin neulich mal nach dem Klebemittelradierer gefragt worden. Guckt mal bitte in die Infobox, ziemlich weit unten. Da habe ich euch, wir haben den ja nicht mehr im Sortiment, habe ich euch aber mal eine Alternative verlinkt. Den gibt es natürlich noch. So, das ist meine Idee für heute. Man könnte jetzt natürlich wieder noch ein bisschen Wink of Stella damit aufbringen, wenn man das möchte. Das muss man nicht machen. Aber vielleicht bringt das ja noch mal so ein bisschen Glitzer. Oder man macht das, wenn wir sauber machen, einfach so ein bisschen auf den Schmetterling. Das kann man natürlich auch machen, dass man den noch ein bisschen beglittert. So. Meine Idee für heute, Schmetterlinge gehören zum Frühling und zu Ostern mit dazu. Und damit verabschiede ich mich schon wieder. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Bleibt gesund, bleibt kreativ und Tschüss aus Hamburg. Tschüss.